Alter, was geht ab, Leute? Junge? Wo du Platz angekommen? Wie ihr sehen könnt, bereits viele Leute hier. Schauen wir mal, was geht. Endlich mal eine Pause. Gutes Gefühl. Ich glaub, es wird richtig saftig. Ich bin so müde, ich habe gar keinen Bock, da rüber zu gehen und ganze Leute zu grüßen. Alles gut. Alles saftig. Heute ist der ganze Tag. Schauen wir mal. Beste Kollegen wieder hier. Wie man sich wieder hier sieht. Willst du eure Runden oder was? Wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Bist du jetzt endlich 38? Ja, Mann. Ja, endlich. Aber auch sogar auch ohne Entwicklung gemacht. Einfach nur so. Herzlichen Glückwunsch, Bruder. Bald, dass du in die Champions League kommst. Wusstest du? Wir waren beide gleichzeitig Level 36. Richtig. Ja, da merkst du mal, wie viel ich zu tun habe. Ja, Mann. Echt krass. Ja, da kannst du auch hier sehen, der neben mir hatte 37, ich war 35. Alle unter mir. Jetzt sind 40, alle über mir, alle 40. Ja. So schnell kann man abstürzen. Ja, komm so weg, mit dem mal kacke noch essen, ich hab geduscht. Weißt du, was heute für ein Tag ist, Taki? Was ist heute für ein Tag, oder? Deutsche Meisterschaft, Yu-Gi-Oh! Ja, stimmt. Stimmt, vermisst du es nicht? Oh mein Gott. Ich muss ehrlich sagen, Mann, nee, Mann. Ich schau mir immer oft Videos an und so von den neuen Decks und Karten und alles. Ich hab da echt gar keinen Plan und ich will es auch gar nicht mehr. Oha. Das ist, nee, Mann, viel zu viel, glaube ich. Mir tut's echt weh, dass wir nicht gefahren sind. Echt jetzt? Ja. Also ich hätte eh keine Zeit gehabt, aber ich wäre schon echt gerne gefahren. Ja. Der einzige Grund, warum ich fahren würde, wäre echt halt mit den Jungs jetzt so, weißt du? Dann wieder wie früher, aber sonst. So auf Spielen und richtig Gas geben hätte ich, glaube ich, das wäre mir egal. Hätte ich wahrscheinlich auch irgendein Deck rausgezogen, was ich überhaupt habe. Also Cosmo? Ja, aber das muss man ja mit den neuen Karten spielen, das ist alles echt teuer, Mann. Echt schade. Wir haben auch gehört, ich dachte wenigstens einmal im Jahr fahren wir hin, alle zusammen. Hat sogar Barisch gesagt, oder? Barisch hat's gesagt. Ja, Mann. Aber er ist der Toteste von allen. Nicht viel. Das ist nicht geil. Was geht ab, Leute? Werdet ihr bereit? Interessiert dich keinen. Nein, ich pack hier gegenüber, Mann, dass der Vetter packt hat. Ja, auf geht's. Wo hast du gepackt drin, oder was? Drinnen, ja. Wieso redest du nicht mit deinem Freund Hausmeister, dass er mich auch einlässt? Kein Platz mehr. Hast du mit ihm gerade gespielt, oder was? Nee, Mann. Blue Eyes, ich wusste nicht. Oh, was ist das für ein... Komm, Nico, retten hier. 50 Euro bei weiterkommen. Puh. Ich lese erstmal den Namen, Mann. Komm, nein, jetzt, komm. Jizz. Ich würde um 50 Euro gegen dich spielen, aber nicht um 50 Euro wetten, wer weiterkommt. Ja, wieso? Wieso spielen wir nicht um 50 Darum Euro? Darum geht's doch. Gegeneinander, 1 gegen 1. Wieso? 1 gegen 1. Es geht doch 1 gegen 1. 1 gegen 1. Darf ich mal 1 gegen 1. Ja, wenn du dich mal ausreden lässt. 1 gegen 1. Wir sind doch jetzt auf der Dam. 1 gegen 1, Ball. Ja, so. Pendel summon. Ich hab's auch gehört. Pendel summon. Was? Ja, und er so im Schlaf Pendel summon. Träumt man, ohne Scheiß. Also, Pendelum, Pendelite. Schön hier noch, vor der Location. Wir sind zu früh angekommen wegen Nico. Was? Hat zu viel Stress gemacht. Wir konnten nicht mal in Ruhe essen. Das müssen wir hier so vor der Location essen. Ganz ehrlich, hier ist doch besser zum Essen. Beste Location, ohne. Aber Nico ist so oft mit John zusammen, Mann. Ja? Die beiden, ja, Mann, das färbt schon an ihn ja, ab. Ja, Mann, das färbt echt an ihn ab. Ich höre Nico, nicht mal so oft mit John zusammen sein, Mann. Wieso? Ja, weil du machst auch nur Stress, alles falsch machst du. Was? Ja. Es ist nicht perfektes Frühstück am Rhein. So, komm, lass uns sofort fahren, Mann. Okay, ich mach das um 8 Uhr auf, aber egal, wir sind schon seit halb 8. Es ist nicht perfektes Frühstück am Rhein, sag mal. Nein. Wer sagt, dass es der Rhein ist? Ich sag. Wer sagt, dass es der Rhein ist? KVR. Wie ist dein Eindruck bisher? Ich bin der Experte. Wie ist dein Eindruck von der Location, vom Event bisher? Krass, Mann, ohne Scheiß, Mann. Echt, Konami, echt top, Mann. Location echt riesig. Nicht nur die Halle an sich, sondern auch draußen. Ja, dann draußen echt geiler Blick, Mann. Mit Fluss, allem drin dran. Ich glaube, unten kann man noch vielleicht essen gehen. Ich weiß nicht, da sah es aus wie so ein Restaurant. Ja. Echt coole Location. Mit dir, Joe? Garage haben wir auch noch gleich hier. Kostet zwar 10 Euro pro Tag, aber scheiß drauf. Ist eigentlich billig.
Ja, ist alle recht. Ja, Mann. Du teilst eh nur 5, also jeder 2 Euro. Sind 2 Euro, Mann. Das ist gar nichts. Weißt du, was richtig gut ist? Dass die Future Match Area jetzt da zugänglich ist, weil in Prag war das so voll versteckt irgendwie. Ja? Da konnte keiner zuschauen. Und jetzt kann jeder hier zuschauen und ist live dabei. Ja, Gefühl für das Turnier? Schauen wir mal, gar kein Gefühl. Gefühl für das Turnier? Ich weiß nicht, also ich finde mich echt cool, aber nur ich will einfach nur gut drauf sein und das reicht mir. Bin ich vorbereitet, aber ist egal, Hauptsache wir haben alle Spaß. Ja, Mann. Wir haben Spaß, Fans haben uns bereits angesprochen, andere YouTuber. Ja, Mann, unsere nächsten Gegner für die Liga, Mann. Ultimate Falcon. Spezial Gast Umut. Soll ich jetzt hier dann, wenn ich dreimal Ultimate Falcon ziehe, muss ich meinen Job bestimmen, was? Du musst es jetzt ziehen. Ich hab's noch nicht aufgemacht. Ja, du kannst meinen aufmachen. Oh mein Gott. Siehst du mal, Yugi-Gott mag dich. Passt doch, Alter. Und Update, Runde 2. Gegen was hast du gespielt? Gegen Cosmo. Oh mein Gott, dann hast du dich, oder? Gegen Cosmo, ja, Mann. Ja, aber ich konnte irgendwie gewinnen. Sehr gut, Mann. Game 1. Ich fange an mit 2 Strike Set. Ja, Mann. Er gibt mir einfach Twin Twister und gute Karten. Moralisch richtig zerstört. Ich wollte direkt eigentlich aufgeben. Game 2. Nur 2 Sets. Du hast gewonnen, aber. Chong hat auch gewonnen. Stehen eigentlich nicht so schlecht alle. Warum ist neuer Starspieler? Ja, das heißt noch nichts. Wir haben noch nicht mal die Hälfte fertig. Echt, Mann. Erstmal Tag 1 überleben und dann. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Ich habe Kopfschmerzen. Wie verrückt. Ja, was geht ab, Jungs? Ich stehe 1-1-2. Ich habe gerade gegen krasse Pendelspielerin verloren. Das ist dort. Interview haben wir gemacht. Weiter. Ja, das dauert immer ein bisschen länger. Ich habe gegen Monaco verloren. Ich stehe jetzt 2-2. Ich habe wegen 500 Lebenspunkte verloren. Kann ich auch auf den anschauen. Ich habe gegen Monaco 2-0 gewonnen. Ich stehe 2-1. Comeback. Ja, ich hoffe, ich spiele kein Mirror-Match. Ich hoffe, ich spiele gegen Monarchen und Bär will ich spielen. Leider nicht mehr so viel, Nico. Ich nehme alles, was kommt. Mach dich nicht immer so runter, Mann. Ja, hab mehr Selbstvertrauen. Nein, nein, Mann. Ich will so ein richtiges OTK-Stick eigentlich spielen. Das klappt, Mann. Update. Weißt du, was ich meine? Ich stehe 3-1, ich hab gewonnen. Mexiko. Auch sehr interessant. Ich habe jetzt direkt 4 verschiedene Decks gespielt. Schauen wir mal, was das nächste Runde kommt. Endlich Tag 1 geschafft. Nur Chong hat es in Tag 2 geschafft. Er hat noch Hoffnung. Ich hatte Vertrauen. Ey, wir müssen erst das Ticket zahlen. Bargisch hat abgekackt, ich habe abgekackt, Nico hat abgekackt. Nico ist zu arrogant geworden. Das hat ihm das Spiel gekostet. Erstes Spiel easy gewonnen und dann zu viel Selbstvertrauen. Und dann Stati hat Missplay des Jahres gemacht. Okay, Mann, das war echt heftig, Mann. So müssen wir eigentlich ein Sondervideo machen. Ihr habt's gehört. Das war echt zu heftig. Extra Video dazu kommt noch. So was habe ich noch nie gesehen. So viel Geld. Mann, jetzt mit der Yugi-Tüte durch die Stadt, oder was? Ja, perfekt. Alles von mir. Habt ihr weggeschmissen? Die schauen einen die ganze Zeit an. Ist dir das in der Früh hast nicht gesehen? Ist dir das peinlich? Nein, im Lager. Ich und Nico gehen so voll so breit mit dem bösen Blick. Okay. Die Yugi-Tasche direkt zu nutzen. Oh mein Gott, die Tüte direkt weg. Okay. Du musst weitermachen. Doch. Weil du hast es eh tun. Alter, wo willst du hier die Mitte finden? Immer? Doch, genau, wenn auch okay, mach 50 Specials damit, damit du die Mitte findest. Wenn du La Baron machst und dann machst du die Combo weiter. Und dann musst du genau, wenn du die Combo auf Dings machst, auf Omega, dann musst du noch so weil dann hat er schon die Hälfte extra wechseln. So rennst du beherrscht das Deck auch echt gut. Oh mein Gott, Mann. 10% Batterie. Das ist die Batterie. Geht noch. Hier gibt's auch Handys. Ich hab kein Internet. Er hat krass LTE, oder? Er sagt was, wartet mal. Schon lücken. Können wir es anders machen, Alter. Scheiße. Aha, noch ein Trattini. Heute geht's ab. Ja, Mann. Aber schon der dritte, glaube ich, hier im Weißenburger Platz. Von der Straße. Saftig ist es. Heute der dritte, ja. Also saftig. Fast wie früher. Viele Leute, viele Trattinis. Die alten Zeiten. Die alten Zeiten, ja. Pokémon-Wanderung. Ja, Mann. Schönes Wetter. Ja. Das alles klar. Sie gefangen. Bei dem Jungen.
Trainer hier. Leider nicht, der Leidende. Stirn auf der Nase. Hier, zeig uns mal deine Moves, Alter. Ja, Mann, zeig mal. Pack sie aus. Hallo, die muss ich auch. Die sind überall ausverkauft, die Teile. Echt? Ja. Ja. Echt jetzt? Ja, voll. Die wollen das alles kaufen, Mann. Das ist voll innen, voll hip. Jetzt. Ja, genau. Und jetzt ist überall ausverkauft. Und nur bei den Kindern. Ja, unsere Lehrer haben es auch. Ja, genau. Das haben schon viele. Unsere Lehrer haben es auch. Ist halt entspannend ein bisschen. Oh, shit. Hier, mach du deine. Du bist da viel besser drin. Sehen die alle so aus, oder? Naja, es gibt unterschiedliche. Es gibt ja diese Standard-Dinger, die haben hier dann nur diese Mini. Jetzt kann ich Fidget Spinner in den Titel tun und ein bisschen clickbaiten. Klicken, oder? Ja, läuft doch schon, oder? Ja, dann sagst du mal was, oder? Querformat. Egal, Hauptsache er ist drauf, Mann. Das ist gut zu schneiden. Kein Problem. Chillige Runde. Wir holen uns jetzt ein Eis. Beziehungsweise Tati lädt mich auf ein Eis ein, weil ich ohne Geld gekommen bin. Ich hatte nicht vor, so lange zu bleiben, wie ihr wisst. Aber ich wurde verführt. War echt interessante Storys. Ich wollte sogar ohne Powerbank kommen, aber zum Glück habe ich das nicht gemacht. Echt coole Leute. Ja, Mann. Aber doch nicht ganz so viel, wie ich dachte. Also Oberschleißheim letztens waren sogar mehr da. Klingt eigentlich echt cool. Ich glaube, sie kommt schon. Hallo. Wir hätten gerne ein Eis. Kommen wir jetzt draußen. Wir möchten. Was machst du denn? Fang mal an. Ich Kokos. Oder? Nee. Gib mir. Becher, Waffel. Becher. Wie viele Kugeln? 2 Kokos, Zitrone. Kokos? Ja, Kokos, Zitrone. Bitte. Kokos, Zitrone? Ja. Sie klingen überrascht. Es ist keine übliche Kombination. Okay, sie antwortet nicht. Ich hätte gerne in der Waffel, bitte. Bitte? In der Waffel, bitte, bei mir. Und zwar hätte ich gerne Walnuss und Cappuccino. Ciao. Schönen Abend. Ciao. Danke dir. Wenn ich das nämlich nicht mache, dann scheiße. Gotti. Auch mal, hat dich gefreut, Mann. Auf jeden Fall. Auch hat mich gefreut. Viel Spaß. Hat dann ciao. 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 Lasst euch schmecken. Ciao. So, das war's. War ein chilliger Tag. Viele Leute getroffen, coole Leute, viele Bekannte. Auch viele Zuschauer, ein paar Fotos gemacht. Es freut mich immer, wenn ihr mich ansprecht. Und es kamen 4 Trattinis, was auch super saftig ist. Und es haben sich wieder die Massen bewegt für die Trattinis. Genau wie in alten Zeiten, also echt chillig. Und ansonsten, wie ihr es gesehen habt, heute war die deutsche Meisterschaft in Yu-Gi-Oh! Ich habe mir auch vorhin noch ein paar Duelle auf dem Stream angeschaut. Da bin ich irgendwie voll nostalgisch geworden. Hab mich an die Zeit zurückerinnert. Genau heute vor einem Jahr waren wir voll im Yu-Gi-Oh! Fieber noch. Auf der deutschen Meisterschaft 2016, das war unser Höhepunkt. Das und die Europameisterschaft danach, das war echt unser Höhepunkt, so viele Leute, Fans. War echt eine geile Zeit, deswegen habe ich das jetzt irgendwie noch eingeblendet. Das ist ein kleiner Einblick für alle, die es interessiert, wie ich zu YouTube gekommen bin und was wir davor gemacht haben. Für alle anderen, die es nicht interessiert hat, sorry, aber mich hat die Nostalgie einfach gepackt auf einmal. Aber das war's auch.
Hier mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht Pokémon Serious Business. Und Yu-Gi-Oh! Leider nicht mehr.